Wir sind weit gekommen, wir kehren nicht um, singen sie. Friedlicher Protest am Morgen auf dem Waldboden des Hambacher Forsts. Andere harren hoch oben in den Bäumen aus. Wenig später werden die ersten Aktivisten von der Polizei weggetragen. Die Beamten sind mit mehreren Hundertschaften, mit Höheninterventionsteams und schwerem Gerät angerückt, um die Umweltaktivisten von den Bäumen herunterzuholen und ihre Baumhäuser abzureißen. Dabei liegen die 50 bis 60 Bauten in bis zu 25 Metern Höhe. Entsprechend schwierig ist es, sie zu räumen. Gestern lieferten sich Polizei und Braunkohlegegner zum Teil heftige Auseinandersetzungen. Heute verläuft die Aktion bislang weitgehend ruhig. Es ist natürlich mit einem hohen Risiko behaftet. Die vergangenen 2-3 Wochen zeigen auch, dass wir eine gewisse Gewaltspirale haben, die sich nach oben geschraubt hat. Wir müssen eigentlich jederzeit damit rechnen, dass es hier zu Angriffen aus den Baumhäusern kommt, wenn wir die Evakuierungsmaßnahmen durchführen. Vereinzelt haben wir Widerstandshandlungen gehabt bei in Gewahrsamnahmen oder bei Festnahmen. Aber im Großen und Ganzen ist es bis jetzt für den heutigen Tag sehr friedlich verlaufen. Die Braunkohlegegner kämpfen seit Jahren um jeden Quadratmeter des Hambacher Forstes. Vor Beginn der Kohleförderung noch 4.100 Hektar groß, sind davon gerade noch 200 Hektar geblieben. Und während die Kohlekommission in Berlin noch über einen endgültigen Ausstieg aus der Kohleverstromung verhandelt, will der Energiekonzern RWE noch im Herbst die Hälfte des noch vorhandenen Waldes roden, um seinen angrenzenden Braunkohletagebau zu erweitern. Der Tagebau steht quasi direkt vor dem Wald und dementsprechend müssen wir auch roden. Für eine sichere und bezahlbare Stromerzeugung in Deutschland brauchen sie die Braunkohle, sagt RWE-Vorstand Kulig in einem Hörfunkinterview. Die Braunkohlegegner sehen das anders. Am Abend protestierten rund 1.000 Menschen am Rande des Hambacher Forstes dagegen, diesen Wald zu vernichten.